herzlich willkommen auf einem neuen Let's Play in LPT mit mir. Genau, dir. Und zwar bei Factorio Space Age. Was hätte ich Space Ape gesagt? Gut. Du Affe. Ich habe das Spiel noch nie wirklich gespielt. Ich habe kurz mal das Tutorial angefangen vor einer Weile. Ja, so ist die Demo-Version hast du mal gespielt. Ja, die Demo, das war ja das Tutorial. Ich habe eigentlich mehr oder weniger keine Ahnung mehr. Das war, als wir beschlossen haben, das zu Let's Playen, aber erst, wenn die 2.0-Version draußen ist. Gut, wir sind also ja, soweit. Ja, jetzt ist die 2.0 endlich da mit Expansion. Genau, die Space Age. Was muss ich machen? Ich nehme an, auf Mehrspieler klicken. Ja. Jetzt lass mich erst einmal, zack. Steam und LAN. Ja, gut. Okay. So. Du kannst mir normalerweise per Steam beitreten. Steam beitreten, okay. Spiel beitreten. Verbindung mit Spiel. Du bist jetzt durch Steam, also. Ja, das klappt. Das Passwort habe ich dir per Discord geschickt. Ah, sehe es gerade. Ich hoffe, das ist korrekt. Denn aktive Mods stimmen nicht mit denen auf dem Server überein. Möchtest du deine Mods mit dem Server synchronisieren? Ich nehme an, natürlich mit dir. Möchtest du das? Was hast du für Mods? Ich dachte, wir spielen ohne Mods. Nee. Ja, ein paar Quality of Life Mods müssen definitiv sein. Glaub mir, du wirst sie lieben. Und die tun das Spiel nicht wirklich beeinflussen. Das macht es einfach nur um einiges schöner. Hat mir gerade das Spiel ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Sehr schön. Ja, um die Mods zu laden. Lade Grafiken. Ja. Yeah. Ich habe Angst. Da ist er ja. Ja, okay. Weißt du, was das allererste ist, was du machst, wenn du Faktor auf irgendeiner Welt drauf bist? Nein. Du drückst erstmal die Alt-Taste. Alt, okay, Alt. Dann kannst du nämlich direkt sehen, dass hier zum Beispiel Magazine drin sind, hier ist Eisen drin. Ja, damit sind wir also auf, hier ist Eisen, also meinst du das hier? Naja, da sind Eisenplatten drin. Ja. In den Teilen hier. Naja, und hier das Raumschiff, da sind Magazine drin. Weißt du, wie du die da rauskriegst? Ah, hier, Tatum, okay. Ja, hab ich sie rausgenommen? Es gibt einen schnelleren Weg. Du kannst Steuerung gedrückt halten und dann kannst du mit der Maus drüber gehen. Also mit der Maus und Linksklick drauf. Okay. Ich habe es jetzt schon rausgenommen, die Eisenplatten. Hab's gemerkt. Als ich es nehmen wollte, macht es und weg ist es. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Du hast das Spiel neu angefangen und ich habe mittlerweile. Was steht es denn schon wieder? 1200? 1572 Stunden verbracht. Ich bin ein Veteran, der Factorio den wunderschönen Mod oder die Mod Space Exploration durchgespielt hat. Warum? Okay. Darum. Und ich habe keine Ahnung, was. Also. Einstein. Also, kannst du dann Scrollrad übrigens auch noch reinzoomen, wenn du möchtest. Mit was? Mit dem Scrollrad einfach scrollen, dann kannst du draußen reinzoomen. Da üben. Ja. Ich habe einen Stein markiert. Bei solchen großen Steinen kriegst du Stein raus und Kohle, wenn du diese abbaust. Okay. Das ist immer relativ nice für den Anfang.
Stein brauchst du für Öfen und die Kohle kannst du direkt verwenden, um dann hier oben zum Beispiel das Eisen zu Eisenplatten zu verarbeiten. Craften oder das Crafting-Menü kannst du mit E öffnen. Okay, und? Kannst du dir schon mal die Rezepte anschauen. Und die Rezepte sind rechts, oder? Yep. Dieser Logistik-Tab, der ist tatsächlich durch eine Mod her. Und was bringt dieser Logistik-Hub? Das hast du später, wenn du ein Logistik-Netzwerk hast, dann kannst du Items anfragen. Ich weiß nicht, wieso der Mod automatisch so einen Tab hinzufügt, aber so ist es nun mal. Okay. Okay, jetzt sind hier ein paar Sachen. Ja, ich habe ein paar Öfen gecraftet, habe die schon mal hingestellt. Öfen machst du aus Stein. Wenn du was craften möchtest, kannst du das jeweilige Item anklicken. Du siehst auch bei den Items, was du so craften kannst, siehst du ja eine Zahl unten drunter. Mit Linksklick tust du 1 craften, mit Rechtsklick tust du 5 craften davon und mit Shift und Linksklick tust du alles craften, was du craften kannst. Aus den ganzen Items, was du hast. Okay. Du siehst rechts oben, dass wir momentan bei Dampfkraft schon bei 14% sind sozusagen. Ja. Und direkt darunter sind so viele kleine Icons. Auf der linken Seite von diesen Icons, das untere, hast du ein kleines Böckchen mit so einem komischen Hut, ne? Ja. Tipps und Tricks. Wenn du möchtest, kannst du da so ziemlich alles nachlesen, was du wissen musst über das Spiel. Okay. Wieso denn die Mechaniken funktionieren und so weiter und so fort. Das ist eigentlich alles ziemlich gut erklärt, kann man so sagen. Aha. Okay. Objekte Pipeline. Objekte Pipette. Schieben und stacken. Okay. Gut. Man kann Steine reinpacken? Dann werden Ziegel draus. Okay. Interessant. Und hier oben mit den Eisenerz, da werden Eisenplatten draus. Und aus diesen Eisenplatten kann man da wunderschöne Sachen craften. Eisen ist am Anfang immer das Wichtigste. Gut, also was müssen wir jetzt machen? Wie du siehst, habe ich hier schon 2 befeuerte Erzförderer gebaut. Diese tun direkt auf einen Ofen zeigen, dass das Eisen erst reingeht. Ich habe den Ofen schon mit Kohle bestückt, dass es automatisch gebrannt wird. So, ich habe jetzt auch schon 2 befeuerte Erzförderer hier gemacht, nochmal extra. Ja. Die nehme ich jetzt nochmal mit und dann kommst du jetzt auch nochmal mit. Dann zeige ich dir mal was Cooles. Okay. Weil dadurch, dass so ein Erzförderer einen Output hat, kannst du hier bei so einem Kohlepatch so hinstellen. So, jetzt haben sie natürlich noch kein Fuel, das heißt, ich nehme mir mal kurz 2 Kohle. Okay. So, wenn du jetzt so ein Item in der Hand hast, kannst du zum Beispiel über den befeuerten Erzförderer rübergehen und kannst du einmal Y drücken, dann würdest du ein Item reinlegen von dem, was du gerade hast. Okay. Genau. Jetzt haben die beide Kohle und die bauen Kohle ab. So, jetzt tun die sich gegenseitig befüllen mit Kohle. Weißt du, was das Coole daran ist? Du kannst unendlich Steuerung Ressourcen gedrückt halten, kannst mit der Maus über die Dinger drüber gehen und nimmst die Kohle aus denen raus. Aber, dadurch, dass sie schon eine Kohle genommen haben, um sich zu befeuern, arbeiten sie weiter und können weiterhin Kohle abbauen. Das heißt, so hast du schon mal Kohle automatisiert am Anfang. Jetzt schlecht. Und da drüben haben wir Kupfer. Und hier haben wir Eisen. Genau. So, apropos Eisen. Das ist wieder ein bisschen was geschmolzen. Wir haben jetzt auch durch das Schmelzen von Eisen Dampfkraft abgeschlossen. Das ist rechts oben
Und jetzt soll ich fertig klicken. Da kannst du dir die ganzen, also wenn du T klickst oder drückst, kannst du die ganzen Sachen anschauen, die was wir erforschen können. Oder entdecken können. Was müssen wir erforschen jetzt? Naja, also wir haben jetzt mit Eisen Dampfkraft freigeschalten. So, jetzt mache ich mal schnell einen Boiler und wo sieht man die da unten? Da unten? Dampfkraft, ja, erforscht. So. Also hier haben wir. Bist du noch in dem Menü drin und du bist schon wieder draußen? Okay. Ich bin draußen. Also Heizkessel und eine Dampfmaschine. Ja. Na, das ist so das Übliche. Hier kommt Wasser rein und dann kommt der Dampf raus. Der Dampf wird hier in der Dampfmaschine verarbeitet zu Elektrizität. Ja. Das ist immer das Erste. Und sollten wir jetzt nicht in der Nähe von Wasser gehen? Ich habe es jetzt mal hingestellt, um es zu demonstrieren. Ach so. Wenn du mit der Maus jetzt über den Dampfkessel mal drüber bleibst, ne, oder den Heizkessel, dann siehst du ja, momentan hat er keinen Brennstoff. Ja. Der verbraucht Wasser, und zwar 6 pro Sekunde, hat einen Maximalverbrauch von 1,8 Megawatt an Brennstoff und erzeugt Dampf, ne, mit 0 von 60 pro Sekunde mit einer Temperatur von 165 Grad. Und das unten Bedingungen für Aufbau, das ist erstmal egal. Ne? Und dann gehst du einmal rechts zur Dampfmaschine. Ja. Das siehst du, die tut Dampf verbrauchen in derselben Temperatur, 165 Grad, aber nur 30 pro Sekunde statt 60. Also die Hälfte. 60. Genau. Was heißt das? Wir können 2 hinbauen. Genau. Und das Schöne ist, wenn du den alten Modus anhast, dann siehst du, dass die Dampfmaschine auf der linken und auf der rechten Seite einen Dampfport sozusagen hat, der es erlaubt, Dampf rein und raus zu tun. Das heißt, wir haben einen Heizkessel und könnten hier an diese eine Dampfmaschine direkt noch eine andere dran hängen. Ah, okay. Genau. Jetzt gehe ich mal in mein wunderschönes Blaupausenbuch und zeig dir mal, wie das Ganze dann ausschaut, wenn du einen kompletten Stack davon machst. Keine Sorge, das ist jetzt nicht gebaut, das sind jetzt einfach nur Hologramme, wie du das Ganze dann bauen kannst. Das wäre sozusagen ein Dampfmaschinen-Stack, wo halt auf dem Band, damit der Kohle läuft, und links und rechts wird dann daraus Strom generiert. Natürlich hast du überall alles mit Rohren verbunden, wo das Wasser durchgeht. Okay. Das aber erst später. Ja, ich merk's. Gut, was machen wir jetzt? Ich nehme an, wir müssen. Du nimmst dir jetzt mal den Heizkessel und die Dampfmaschine. Ja. Gehst mal in die Nähe von dem Wasser und tust es mal dahin bauen, wo du denkst, dass es da richtig ist. Kann ich sprinten? Nein. Nein, du kannst leider nur in derselben Geschwindigkeit laufen. Habe gerade. Ich hoffe, das war kein Mist, das ich gemacht habe. Nee, das kannst du einfach abbauen. Das ist eigentlich nur noch visuell da. Manche Leute lassen das Raumschiff einfach noch da liegen, um halt so ein Hey, hier bin ich gestartet zu haben, ne? Aber man kann es einfach abbauen. Es bringt nichts außer Platz und es macht nichts, dass es weg ist. Nö. Reicht das so, dass es Wasser nimmt, oder? Okay, ich glaube, da hätte ich dir vielleicht noch zuvor was erklären müssen. Ich komme gleich nochmal wieder. Und zwar habe ich was ganz, was Wichtiges vergessen. Bin gleich da. Ah. Ja, ich habe. Das ist das Wasser, nicht das Umgekehrte. Und mein Fehler. So. Was? Pumpwerk, okay. Also, du hast am Anfang das Pumpwerk. Ja. Das kannst du ganz einfach in den zweiten Tab, also der Produktion, herstellen. Und dieses Ding benötigt keinen Strom und liefert dir 1200 Wasser pro Sekunde.
wenn du es hier am Wasser platzierst. Du kannst es auch nirgendwo anders platzieren. Außer später, aber das ist eine andere Geschichte. Dann hast du hier... Moment. Gefunden. Ich habe Dings nicht mehr gefunden gehabt. Das zum Bauen. Pumpwerk. Okay. Also das E. Hast du gerade Fische gefischt? Vielleicht. Okay, ja. Also fischen kannst du nicht wirklich. Du tust Fische sozusagen abbauen. Zwei, da oben ist ein Fisch. Kannst du hingehen, kannst mit Rechtsklick einfach abbauen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Fisch. Gut. Wenn du dein Inventar öffnest und mit E drüber bleibst, dann siehst du, was der Fisch macht. Fische tun dich in diesem Spiel sozusagen heilen. Okay. Gut. Muss ich es noch kochen, damit es mehr bringt? Nee, kannst du nicht. Das ist, ich weiß gar nicht, wieso sie es so gemacht haben, aber naja, rohen Fisch essen ist gleich Heilung. Also. Okay. Das Pumpwerk bringt dir Wasser, dann hast du die Möglichkeiten mit normalen Rohren deine Flüssigkeiten zu verteilen und dann hast du diese unterirdischen Rohre. Wie du sehen kannst, haben die eine relativ hohe Reichweite und du kannst in den Orten, wo die unten drunter gehen, kannst du was drüber bauen. So, was jetzt hat einer von unseren Mods ist. Du kannst durch diese Pipes einfach durchgehen, die Rohre. Das kannst du im normalen Spiel nicht machen. Und meiner Meinung nach ist das sehr nervig und deswegen habe ich diesen Mod ausgewählt. Nennt sich Squeak Through 2. Eben wegen 2.0. Ich sehe es gerade. Was ist Basic Mod Space Age Squeak Through 2? So, dann stelle ich dir mal die zweite Dampfmaschine noch mit her und jetzt kannst du das Zeug nochmal dahin bauen, wo du genügend Platz hast, um das Ganze zu erweitern und so, dass es halt irgendwie passt. Ja, die Pumpe kannst du natürlich auch einfach abbauen und dann woanders hinsetzen. Okay. Viel Spaß and figure it out. Warum habe ich jetzt Angst? Wie kann ich das Zeug drehen? Mit R. Ja. Für Rotate. Okay. Was Reichweite. Also ich sehe, du hast was aufgebaut. Die Frage ist, ob es etwas Gutes ist. Für den Anfang wird es auf jeden Fall reichen, sagen wir es mal so. Und du weißt auch schon, was dieses eine Icon bedeutet. Aber du weißt wahrscheinlich noch nicht, was das Icon von den zwei hier bedeutet. Und es bedeutet, es hat keinen Strom.
Ein bisschen falsch, weil das sind zwei Stromproduzenten. Das heißt, die sind einfach nur nicht angebunden an ein Stromnetz. Ja, habe ich mir gedacht. Aber dieses haben wir noch nicht, denn wenn du nochmal in den Research-Tab reinschaust. Ja, was für ein Tab? Wir nämlich erst ein, also wenn du T drückst, also in den Research, in die Forschung reinschaust. Ja, okay. Wenn du da reinschaust, siehst du, dass das, ja, das erste halt einfach, das allererste. Elektronik. Genau, dass das nächste Elektronik ist, wenn du da einmal draufklickst. Kofferwagen. Das ist auch erforscht durch 10 Kofferplatten. Na? Das heißt, wir müssen jetzt 10 Kofferplatten herstellen. Okay. Nimm dir mal hier die anderen zwei befeuerten Erzförderer und die zwei Öfen und dann kannst du dich um das Kupfer kümmern. Okay. Wenn du mehr Kohle brauchst, kannst du dir das gerne aus den zwei hier oben rausnehmen. Und dann möchte ich dir noch kurz was zeigen. Ich gebe dir mal ein bisschen Kohle. Ich bin Admin, ich kann dir was Sachen geben. Ja. Wenn du diese Kohle mal in die Hand nimmst und dann Steuerung gedrückt hältst und dann mit Linksklick gedrückt über diese Öfen drüber gehst einmal. Dann verteile ich es. Genau, das ist nämlich die zweite Mod, die wir haben. Nennt sich Event Distribution. Das ist einfach, du nimmst einen Stack an Items und kannst diesen auf Maschinen gleichmäßig verteilen. Okay. Um nochmal was zum Item verteilen zu sagen, wenn du ein Item-Stack in der Hand hast, Steuerung gedrückt hältst und mit Linksklick auf einen Ofen zum Beispiel klickst, dann tust du diesen kompletten Stack in diesen Ofen rein. Okay. Und mit Rechtsklick würdest du dann die Hälfte dieses Stacks, was du in der Hand hast, in den Ofen reinlegen. So, wir haben jetzt Elektronik erforscht. Du kannst auch sehen, was die Effekte davon sind. Zum Beispiel haben wir jetzt halt Kupferkabel freigeschaltet, elektronische Schaltkreise, das Labor, einen Greifarm und kleine Strommasten. Ja. Du könntest ja schon mal dir ein paar Strommasten nehmen und kannst die unten hier mal verbinden. Ja. Strom nähen. Du hast mir nichts gegeben, oder? Ich habe dir nichts gegeben, nein. Um Strommasten zu machen, brauchst du Holz und Kupferplatten. Und das solltest du, glaube ich, beides haben. Beziehungsweise relativ leicht bekommen. Ja. Ich gehe mal ein bisschen Holz abbauen. Sehr schön. Was ich mich gerade frage. Leichte Rüstung. Wenn du jetzt halt so einen kleinen Strommast in der Hand hältst, ja, dann siehst du ja so einen blauen Bereich. Ja.
Dieser blaue Bereich ist der Versorgungsbereich dieses Strommastes. Okay. Das heißt, du könntest mit einem Strommasten diese zwei Dampfturbinen in ein Stromnetz aufnehmen. Die sind nicht miteinander verbunden. Nein. Aber durch diesen Versorgungsbereich kannst du die verbinden. Okay. Mit einem Stromnetz. Genau. Ja. Jetzt hast du sozusagen ein Mini-Stromnetz erschaffen. Wenn du einmal auf diesen Masten draufklickst, siehst du auch die Statistiken dieses Stromnetzes. Okay. Wie nehme ich etwas aus der Hand? Aus der Hand nehmen kannst du es mit Q. Du kannst mit Q auch über ein Item drüber gehen und wenn du es in der Inventar hast, dann kannst du das auch sozusagen wieder rausnehmen aus dem Inventar damit oder die Hand nehmen. Das ist diese Objektpipette. Okay. Verstehe. Auf jeden Fall klicken wir auf die Masten drauf und dann siehst du die Statistiken von dem Stromnetz. Ja, hab's gesehen. Dann kannst du oben sehen, Erzeugung. Ja, da haben wir bis zu 1,8 Megawatt zur Verfügung an Strom. Ja. Bis jetzt muss noch kein Bedarf gedeckt werden, weil wir noch nichts angebunden haben. Ja. Jetzt möchte ich mal, dass du deine Strommasten wieder in die Hand nimmst. Ja. Dann klickst du mit diesem Strommasten nochmal auf diesen Masten drauf mit Linksklick, lässt es aber gedrückt und dann gehst du einfach mal zu mir nach oben. Linksklick, nicht rechtsklick. Ah, ja. Na, siehst du, da tut er nämlich die Strommasten im maximalen Abstand mit der Kabelreichweite platzieren. Okay. Ich habe keine mehr. Muss wieder eine Welche nachbauen. Oh, noch mehr bauen. So. Gut. Damit haben wir jetzt das Stromnetz schon mal mit bis hier bei uns. Das heißt, wir könnten den Strom jetzt an irgendwelche Geräte weitergeben. Bis jetzt haben wir allerdings noch keine elektrischen Geräte. Bis jetzt tun wir überall nur Kohle rein. Okay. Aber bevor wir weitermachen, drückst du mal bitte die M-Taste. M. Ja. M wie im Map. Ja, dann bist du im Map-Overview. Ich weiß gerade gar nicht, was du oben rechts alles für Icons aktiviert hast. Die aktivierten Items sind die, was so gelb hinterlegt sind. Ich habe die Markierung. Ich habe die Namen der Zughaltestelle. Und Spielernamen. Das andere ist grau. Dann tu am besten mal alles aktivieren, einfach da oben, dass du mal alles sehen kannst. Umweltverschmutzung, okay. Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Du siehst nämlich diesen leichten roten, ja, Nebel. Dings über die ganzen Sachen. Ja, Nebel können wir uns noch sagen, ja. Das ist die Umweltverschmutzung, die unsere jetzigen Fabriken sozusagen verursachen. Und okay. Dann, wenn du hier hinschaust, siehst du etwas Dunkelrotes oder halt Vollrotes. Ja. Das sind Gegner. Gegner. Wollen wir sie abknallen gehen? Das sollten wir jetzt noch nicht tun. Dafür sind wir momentan noch ein bisschen zu schwach. Wenn du nämlich nochmal aus der Karte rausgehst, links unten hinschaust, dann siehst du, dass wir nur eine Pistole haben. Ja. Und sehr begrenzte Munition für diese Pistole. Ja. Jetzt nimm mal das ganze Eisen aus diesen Öfen hier raus.
Steuerung gedrückt halten, Linkstick gedrückt halten und drüber da. Genau. Na, dann gehst du in dein Crafting-Menü. Okay. Und auf der ganz rechten Seite hast du nämlich Kampf. Und da kannst du dann die leichte Rüstung herstellen. Und die leichte Rüstung kannst du da herstellen. Also ich mach mal die würde auch etwas bringen. Die leichte Rüstung und ein bisschen Munition. Oh. Ups. Ich habe versehentlich mit der nicht Steuerung, sondern Shift-Taste Munition und jetzt macht es unendlich, also mein gesamtes Eisen. So wie es geht. Du kannst, wenn du links unten hinschaust, neben der Anzeige mit der Pistole, kannst du die jetzigen Craft-Operationen sozusagen sehen und die kannst du mit Linksklick 1 abbrechen, mit Rechtsklick 5 abbrechen und mit Shift-Linksklick kannst du einfach alle abbrechen. Dann bekommst du deine Rohstoffe wieder. Gut. Ich habe mir 53 Schuss habe ich jetzt. Nur 53 Magazine. Wohl eher. Okay. Na gut. Ich crafte mir auch mal schnell eine leichte Rüstung und dann können wir nach unten gehen. Ja. Also so, nach unten musst zum Kämpfen oder wie? Genau. Nimm mal so, du gut, musst... aber warte. Warte, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon bei fast 32 Minuten. Also, liebe Leute, wenn ihr sehen wollt, wie wir Tyraniden wegklatschen, schaltet wieder ein. Also, Leute, ciao. Ciao. Oh.